So, im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich die Türen umgebaut habe und ja, die sind jetzt schön schwarz. Ich habe auch noch im Nachgang hier die Sticker aufgebracht, unserer Partner und Sponsoren. Habe auch hier unten, das seht ihr jetzt gerade gar nicht, noch unser Freundschaft-Logo angebracht. Aber uns wurde super oft gefragt, hey, was ist denn eigentlich mit einem Fenster und warum habt ihr eigentlich gar kein Fenster da drinne und warum wollt ihr nicht rausgucken, wenn ihr im Bett liegt? Natürlich wollen wir das. Und deswegen hat uns die Firma Raimo ein wunderschönes, so rum ist es richtig, ein wunderschönes Ausstellfenster zur Verfügung gestellt. Das ist ein Fenster der Firma Cabest, das ist eine Eigenmarke der Firma Raimo. Und ja, dieses Fenster werde ich jetzt einfach hier einsetzen. Einfach ist schwieriger als gesagt, aber genau, das Fenster muss jetzt irgendwie hier rein. Ich zeige euch jetzt, was ihr beachten müsst und wie so eine Montage von dem Fenster gelingt. Viel Spaß beim Schauen. So Leute, also es ist ja so, wenn ihr ein Fenster einbauen müsst, müsst ihr irgendwie rausfinden, wo ihr denn schneidet überhaupt. Ich weiß nicht, wie die ganzen Leute das alle machen. Ich mache es zumindest so, dass ich mir aus Folie eine Schablone erstelle. Wer meine ersten Videos vom Crafter geschaut hat, weiß, beziehungsweise hat das schon mal gesehen, wie ich das mache. Genau, ich plopp mir quasi eine Schablone in exakt dem Maß, was ich brauche. Diese weiße Linie hier ist die Schneidlinie, wo ich später mit der Stichsäge durchgehe. Jetzt habe ich folgendes Problem. Die Tür ist auf der Außenseite komplett schwarz und glatt. Das heißt, wenn ich jetzt einfach außen das Fenster, beziehungsweise wenn ich jetzt außen die Schablone anbringen würde und das ausrichten würde, weiß ich ja gar nicht, wie ich hier innen, wo ich hier wieder rauskomme. Da das hier ja alles viel enger zusammen ist, habe ich mir dann überlegt, wir legen die Schablone von innen an, richten sie aus, dass das hübsch ist und dass das passt, bohren dann in die Mitte ein Loch und an diesem Loch können wir uns auf der anderen Seite orientieren. Dann kann ich von außen die Schablone auf die schwarze Fläche kleben, ja, und dann kann ich eigentlich auch schon den Ausschnitt machen. Klingt einfach, wie immer. Mal schauen, ob es das auch ist. Wir haben die Position gefunden, die Finale. Geil! Gar nicht so einfach, weil der ganze Bus natürlich überall scheppert und keine gerade Kante hat. Aber ich glaube, so sieht es ganz gut aus. Ich hoffe, ihr schüttelt jetzt nicht gerade den Kopf und sagt, boah, ist der blöd. Genau, jetzt klebe ich die Schablone auf und dann kann ich sehen. Während ich mich hier um den Ausschnitt vom Fenster kümmere, steht der Rillend hier unten, das ist ja mein Hallennachbar, den ihr mittlerweile kennt, und bereitet den Rahmen fürs Fenster vor. Das da ist übrigens der Manuel. Ich kann jetzt zwei Erfolgserlebnisse feiern. Erstens, die Schablone ist ausgerichtet und drauf. Zweitens, der Lieferservice hat uns das richtige Essen gebracht und jetzt können wir erstmal essen. Alter, was ist das? Das ist ja mal der Hammer. Hä, mit was hast du das bestellt? Ich habe eine normale Pommes bestellt, aber da kommt eine Chili con Carne Pommes. Und bei dir? Hä, warum habe ich überhaupt Pommes? Die haben irgendwas komplett falsch gemacht. Haben die falsche Bestellung geliefert? Vor allen Dingen ist das jetzt ein Cheeseburger hier. Warte, das ist nur ein Cheeseburger. Alter, ich ruf gerade an. Er hat uns ein. Das ist irgendein Doppel. Das ist ein Doppelburger. Also wir, eigentlich haben wir zwei Cheeseburger mit einer Pommes bestellt. Aber das hier ist kompletter Bullshit. Scheiße. Also, jetzt zählt's. Es sind eh schon genug Löcher drin, das heißt, repositionieren kann ich es jetzt eh nicht mehr.
Man bohrt erst kleine Löcher vor, bohrt dann ein bisschen größer, sodass ich mit dem Sägeblatt der Stichsäge auf jeden Fall durch kann. Und genau, jetzt kann ich quasi hier anfangen zu sägen und gehe, wenn es gut läuft, einmal glatt da durch. Habe ich aus dem Auge. Es gibt für die Stichsäge spezielle Metallsägeblätter. Das ist doch super wichtig, dass ihr euch die richtigen Metallsägeblätter besorgt. Ja, weil damit geht es einfach am besten. Und hinter mir sind jetzt dementsprechende Löcher drin. Ich kann jetzt hier entspannt die Stichsäge ansetzen und kann mehr oder weniger entspannt hier mal den Ausschnitt machen. Die größte Hürde ist geschafft, habe ich zumindest gedacht. Das Loch ist jetzt erstmal drin und jetzt haben wir uns gerade darum gekümmert, den Rahmen anzupassen. Das Problem ist, das Fenster hat eine leichte Wölbung. Wenn wir also den kompletten Rahmen, den der Rillend gebaut hat, da reinzimmern wollen, dann steht der oben irgendwie so 3 cm ab oder sowas. Weil natürlich der Holzrahmen sich der Struktur oder beziehungsweise der Wölbung von der Tür nicht anpasst. Also haben wir alles wieder auseinandergerissen und werden jetzt den Rahmen einzeln, also mit einzelnen Bauteilen, mit Sikaflex hier ankleben. Und ja, dann denke ich, passt das und dann können wir auch dementsprechend das Fenster reinschrauben. Wichtig zu wissen, man muss nicht das komplette Fenster umrahmen. Es reicht, wenn die Schraubpunkte ja einfach mit Holz unterfüttert sind und das ist ja eigentlich der größte Teil, von daher passt das. Die Türverkleidungen übrigens mache ich dieses Mal mit weißem MDF, was einfach schon ja, weiß lackiert ist. Und das hat der Rillend schon soweit zurechtgesägt. Und damit wir die Türverkleidung noch ordentlich festkriegen, werde ich jetzt hier wieder so Einnietmuttern einziehen. Hier habe ich schon die Löcher vorbereitet. Übrigens, wenn ihr das Filz durchstechen wollt, geht das nicht einfach so. Am einfachsten ist es, wenn ihr einen Schraubenzieher richtig heiß macht, in meinem Fall mit einem Heißluftföhn, und dann könnt ihr das einfach durchbrennen. So habt ihr die perfekte Stelle für das Loch und könnt da einfach die Einnietmuttern einsetzen. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I... So, jetzt ist der Moment gekommen und wir bauen das Fenster ein. Das Fenster wird nicht mit Sikaflex eingeklebt, sondern mit einem speziellen Dichtmittel, Dekasil 1512 heißt das Gute. Und das haben wir auch für alle anderen Fenster schon benutzt und das ist einfach das Beste. Dichtet ab, bleibt aber dauerhaft elastisch. Sikaflex härtet aus, bleibt eben nicht dauerhaft elastisch. Und ja, die Nähte können einfach wieder brechen, reißen, wie auch immer. Hier ist es wichtig, dass man quasi die Dekasilnaht einmal hier in dieser Sicke drumherum legt. Gar nicht so wahnsinnig viel, weil das Fenster hält eh dicht durch seine kleine Gumminaht hier. Das ist einfach nur nochmal ein Zusatz, damit das Ding auch wirklich dicht bleibt. Also einmal gleich eine Wurst drumherum legen. Dann kommen die Schraubzwinge aus dem Fenster raus, die gerade noch den Holzrahmen halten. Und dann wird das Fenster mit so Klammern, das zeige ich euch gleich nochmal in der Detailaufnahme, wird das dann am Holz verschraubt. Couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. Sodla, draußen ist mittlerweile dunkel und es ist echt schon spät, aber hinter mir ist das Fenster schon drin, ne? Und genau, das ist einfach so ein Klappfenster, wie wir es an der Seite auch schon haben.
Und das Coole bei dem Fenster ist, das werdet ihr später nochmal sehen, das baut halt mega flach auf und das Fenster, also die Scheibe, ist flach in dem Rahmen drin und das sieht mega schick aus. Das gefällt mir echt richtig, richtig gut. Und jetzt habe ich noch einen Punkt und zwar von innen sieht das Ganze gerade so aus. Das heißt, wir haben hier unseren Rahmen. Hier sind die einzelnen Befestigungsklipse, die da dran geschraubt werden. Das Ganze sieht natürlich nicht unbedingt schick aus. Das heißt, ich werde mir jetzt, beziehungsweise ich habe mir schon eine Schablone zurechtgeschnitten. Diese Schablone kommt dann später hier rein. Und jetzt muss ich nur noch den Ausschnitt für den finalen Fensterrahmen machen. Das habe ich ausgemessen, so gut es geht. Ich hoffe, dass es mir gelingt, den Ausschnitt zu machen. Ansonsten muss ich das Teil nochmal schneiden. Also drück mir die Daumen, dass das passt. Gestern habe ich euch ja gezeigt, wie ich dieses Stück MDF zurechtgesägt habe, um die Verkleidung für das neue Fenster zu machen. Leider war die Speicherkarte dann voll und ich konnte nicht mehr weiterfilmen, also habe ich einfach weitergebaut und bin heute Morgen noch so fleißig gewesen und habe das Stück, so sieht es jetzt aus, noch mit Filz bezogen. Und Leute, ich sag's euch, first try habe ich hier eine perfekt passende Verkleidung gebaut. Und in diese Verkleidung kann ich jetzt den Rahmen hier reinsetzen vom Fenster. Und es passt einfach so gut. Ich bin so happy. Hätte ich nicht gedacht. Da hatte ich am meisten Bauchschmerzen vor, nach dem Loch in der Tür. Und genau, jetzt werde ich die Verkleidung wieder rausmachen. Und dann schraube ich das Fenster rein. Dann schraube ich den Rahmen vom Fenster fest. Der Rahmen wird eigentlich nur mit 4 Schrauben befestigt. Und genau, hat rechts und links und oben und unten jeweils so Löcher, wo ich dann direkt in den Holzrahmen reinschrauben kann. Also, der Rahmen sitzt schon mal und wie ihr sehen könnt, der Rahmen hat 2 Funktionen. Er hat zum einen ein Fliegennetz und zum anderen ein Verdunklungsrollo. Mega schick gelöst, sieht richtig gut aus, finde ich. Und jetzt kommen hier an die Ecken noch so Eckkappen dran und dann kann ich die Verkleidung vom Fenster dran bauen. Ich habe übrigens hier an die einzige kleine freie Fläche im Fenster noch Armaflex reingeklebt, damit auch hier die Kältebrücke geschlossen ist und genau, das nackte Blech einfach ein bisschen gedämmt ist. Die Verkleidung vom Fenster ist drin, der Rahmen ist drin, das Fenster ist drin, die Verkleidung der restlichen Tür ist drin. Hier seht ihr es auch noch mal ganz schön. Hier auch noch schön in der Tür mit dem Türgriff eingearbeitet. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder. Ich fahre jetzt den Crafter gleich mal aus der Halle raus und dann zeige ich euch nochmal im Hellen draußen das Gesamtbild. Denn ich finde, es ist richtig gut gelungen. Es sieht richtig schön aus mit den Türen, mit den neuen, mit der Folierung und auch mit dem neuen Fenster von Raimo. Ich finde das richtig schick, das passt richtig gut dazu. Und ich freue mich schon mega, morgens aufzuwachen und hier das Fenster einfach aufmachen zu können und die frische Luft reinlassen zu können. Denn das ging natürlich vorher einfach nicht. Ja, ich fahre einfach mal den Crafter raus und dann schauen wir weiter. So, natürlich fängt es jetzt wieder an zu regnen, aber ich zeige euch jetzt nochmal schnell, wie das Fenster geöffnet wird. Und zwar ist es im Prinzip wie bei jedem Dometic-Fenster auch. Hier gibt es drei Griffe, die werden einfach nur nach oben gestellt und dann kann ich das Fenster einfach ausstellen. Und es sieht so mega cool aus. Tada! Von innen sieht das Ganze übrigens so aus. Es ist so kuschelig hier drinnen. Die beiden befilzten Türen sehen so geil aus. Und das macht das Ganze einfach echt richtig gemütlich. Ich meine, wir hatten ja vorher die Türen auch schon befilzt. Aber die Fenster waren immer kalt. Gut, im Sommer nicht, aber das ist jetzt ja auch gut. Denn die Sonne kann natürlich hier nicht mehr so reinballern. Die linke Tür ist komplett gedämmt. Die andere Tür hat eben ein Fenster mit dieser Doppelverglasung, was ja auch wärmedämmt und kältedämmt ist.
Und ja, ich find's einfach mega geil, dass man das Fenster aufmachen kann. Das ist schon echt cool. Das bringt einfach ein bisschen Frische in die Bude. Und vor allen Dingen im Hochsommer wird es ja hier drin richtig warm. Und da können wir oben den Ventilator anmachen, wir können das Fenster oben aufmachen und wir können hinten aufmachen. Geil. Achso, ja. Und das Fenster hier, was auch noch offen ist, geht natürlich auch auf. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Fenstereinbau-Video. Wie gefällt's euch? Sagt mal was. Wie findet ihr die neuen Türen und das neue Fenster in den Türen? Hättet ihr es anders gemacht? Hättet ihr wieder normale verglaste Fenster reingemacht? Oder hättet ihr sogar in beide Türen Fenster reingemacht hier zum Aufstellen? Lasst uns gerne mal einen Kommentar da. Auch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, ich freue mich jetzt auf den nächsten Trip mit dem Crafter. Der steht nämlich morgen schon bevor. Und vielleicht nehme ich euch mit. Mal schauen, ob ich Lust habe zu filmen. Vielleicht mache ich ja einfach mal 4 Tage Urlaub, ohne zu filmen. Aber das entscheide ich einfach spontan. Also bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss mit Öl.